3. 3 ist doof. Naja, vorbei. Melonenkerne. Drei zarte Melonenpflänzchen. Einen hebe ich mir noch auf. So. Damit sich hier alles schön gleichmäßig wirkt. Das ist der wichtige Punkt. Es wirkt so, es ist nicht so. Ja, alle Beschiss im Fernsehen. Hier wie auch anderswo. Setzen wir da mal ein bisschen Dörte an die Kante. Ha, scheiße. Jetzt habe ich doch da eine Strömung reingemacht. Dammit. Naja, was soll's. Dann strömt's da eben. Nö. So. Und erstmal machen wir hier. Weil ich will nicht wieder so weit laufen. So. Einmal. Ui, hat schon aufgehört zu strömen. Oh, zack, 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 zack. 1, 2, 3. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. So, das kommt hier in die Verwahrung. Das auch. Jetzt sehen wir mal zu, dass hier alles wächst und gedeiht. Gediegen, wie wir sind. Ne, wir müssen da noch was drüber bauen, damit wir ein bisschen mehr Licht haben, damit es dann vielleicht auch nachts wächst. Der Brunnen bleibt einfach mal da, der stört nicht weiter. Wir sind immer noch in unserem schönen Baum hier. Unserem schönen Berg, den wir irgendwann zu einem Megabaum umbauen können. Oder so. So. Jo. So. Und du kommst da auch rein. Du kommst da wieder hin. Ich brauche immer noch Werkzeug. Das bauen wir uns gleich mal wieder. Schaufeln brauche ich nämlich 2 neue. Ah, dieses Auto-Anordner-Ding wäre echt toll. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Also, falls jemand weiß, wovon ich rede, es gibt so ein... Ah, cool. Okay. Da sind die. Oh, cool. Es gibt so ein Mod-Plugin, whatever, für Minecraft, was einem so die Arbeit des Kistensortierens ein wenig abnimmt. Man kann sogar angeben, wie man seine Kisten sortiert haben möchte. Und dann macht das Programm sehr automatisch. Angeben heißt in diesem Fall irgendwie so eine Config-Datei, die wahrscheinlich wieder eine halbe Programmiersprache ist. Benutzen, aber mein Gott, stört und schadet ja alles nicht. Achso, ja, außerdem könnte ich ja nochmal, wir sind ja jetzt bestimmt schon im zweiten Teil, also könnte ich auch mal erwähnen,
dass wir neu und exklusiv auf dreckbuddler.de auch alle YouTube-Kommentare sehen, die ihr so ablasst. Die sind da zusammengefasst. Die neuesten 10 Kommentare von euch und von mir erscheinen auf dreckbuddler.de auf der Frontpage. Da läuft wieder mal ein kleines Skript, ein Programmchen über die YouTube-Seiten und sammelt sie alle ein. Und ihr könnt alle Kommentare von allen Videos auch abonnieren unter dreckbuddler.de/youtube.rss. Das ist ein RSS-Feed. Aber da ist halt nicht viel drin, da sind halt nur die Kommentare drin. Das ist primär halt für die Seite selber, dass ich sie anzeigen kann. Falls jemand aber daran Interesse hat, möge er es gerne mitbenutzen. Das kostet mich nicht viel Ressourcen, wenn ihr diese Datei dann abruft, weil sie halt halbstündlich wird sie generiert. Dann bleibt sie halt da liegen, gecached quasi. Kann abgerufen werden, so oft man möchte. Das Abrufen an sich kostet halt nichts. Keine Ressourcen oder so. Also schon, aber nichts Relevantes. Naja. Die technisch Versierteren unter euch werden verstehen, wie ich das meine. Alle anderen, die jetzt so da sitzen mit diesem Gesicht, das tut mir leid. Das ist eigentlich auch egal. Falls du RSS machen möchtest, dreckbuddler.de/youtube.rss. Und da ist er. Der Feed. Habe ich auf jeden Fall so erzählt, ne? Das könnte ich ja nochmal nachgucken, ob das auch wirklich stimmt. Ja, stimmt sogar, was ich erzählt habe. Mann. War mir jetzt nämlich nicht mehr sicher, ob die Datei RSS oder XML hieß. Aber sie heißt RSS. Alle Kommentare zu allen Videos in chronologischer Abfolge. Das heißt, die neuesten stehen immer oben. Sind in dieser Datei zusammengetragen. Hui, es wird jetzt Nacht. Können wir uns hier so eine kleine Fischerhütte noch reinhauen in den Berg. Wie auf den Kanaren. Da gab es echt Menschen, die haben in Bergen gelebt. Rielkräfte auf den Kanaren, meine Freunde. Cool, das wächst und gedeiht hier alles. Das gefällt mir. I like. So, ein bisschen Dörter hinter die Tür werfen. Achso, ja, stimmt. Oh, und meine Maus will geladen werden. Alles Umstände, mit denen man vorher nicht hätte rechnen können. Was viel Sinnvolles habe ich jetzt ja nicht getan. Aber wir hören immer noch Re-Drum. Mit It's better to burn out than to pass away? Irgendwas away. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Fokus. Than to fade away, fast away. Danke, Gern. Wort mit F, ne? Alle Worte mit F sind gleich. So, wieder Tag. Ach, so schön. Ich hätte jetzt mal durchaus hier unten meine Pfütze hinmachen können. Genau da.
Wasser holen. Ich glaube, ich baue mir drin auch noch einen Brunnen, falls ich denn mal Wasser brauche. Also ein kleiner Brunnen, echt praktisch. Aber ja, machen wir später. Erstmal fluten wir das Loch. So. Zweiertiefe müsste reichen für da oben. Probieren wir das gleich mal aus. Dann kann man nämlich den schnellen Weg nach unten. Man hätte jetzt auch hier so einen Wasserfahrstuhl reinsetzen können. Ui. Ja. So. Ja, vor allem das war hier der Beste heute. Baue ich schon ein Loch und dann ist er an der falschen Stelle. So. Weil es ja oben anders ist als unten. Wir erinnern uns nämlich, damit die Treppe hier nicht so im Raum steht, haben wir oben einen anderen Punkt gefunden, um die Treppe zu verankern. So. Sehr gut. Schneller Abstieg ist möglich. Dank Pfütze. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, das Brot nehmen wir uns mal mit. Haben wir jetzt hier Holzblock. Holzblock, Holzblock. So, Holzblock weg. Mal aufräumen. Dann. So. Der Rest kommt in die Dirt-Kiste. Das Brot, ja, kann ruhig da bleiben. Das sieht gut aus. Och ja. Ach ja. Oh. Einmal strecken. Scheiß Sonnenlicht. Ach, es brennt. Genau. Es brennt. Aber eigentlich ist ja nicht so schlimm. Uneigentlich ja schon, aber eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, ich mache wieder ein Päuslein. Das wird wieder mitten im Nirvana stehen. Zeitlich. Also bis später. Oder doch nicht, oder doch. Ah, die letzten 10 Sekunden von Redrum. It's better to burn than to fade away. Bis nachher.